Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir eigentlich nicht viel gemacht. Wir haben die ganzen Quests abgegeben, die wir im Institut abgeschlossen haben. Wir haben das Serum abgegeben für Virgil und ja, mehr ist eigentlich nicht passiert. Und jetzt haben wir hier die Mission, der lange Weg vor uns, mal in Angriff genommen und da soll ich jemanden töten. Ne, zwei soll ich töten. Und ja, das machen wir doch mal ganz locker flockig mit unserer neuen Power Armor, die wir im letzten Part gefunden haben. Und ich komme da nicht hoch und rein. Ja, so graziös sieht das aus. Oh nee. Und so doof. Wie steht die Railroad eigentlich zu Inkern an? Ich hoffe, Deacon gefällt, was ich hier mache. Ja, er scheint ihn nichts anzuhaben. Wahrscheinlich bewegt er sich jetzt, ne? Oder auch nicht. Was? Oh nee, 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 ich weiß, was das ist. Das ist so ein Aggressor-Tron oder Aggressor-Tron oder was weiß ich. Wie Viecher heißen, die einen Laserstrahl auf mich schießen. Den Arsch. So, 51 Erfahrungspunkte kriege ich jetzt. Ja, super. Krieg jetzt einen Erfahrungspunkt mehr für jede Aktion. Ich scheine nicht weiterzukommen. Okay, dann nehmen wir einen traditionellen Weg eben von unten. Ihr seid, ach so. Bah. Die sehen einfach so real aus, ne? Was ist die Grafik? Die Grafik ist dann aus wie echte Menschen. Boah. So, was haben wir denn da? Hi, na? So ein Kopfschuss, ne? Ist einfach so abgeprallt an ihn. Schießt er gegen den Schuh. Was sagst du dazu? Ein Erfahrungspunkt mehr, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe eine Power Armor, ja, könnt mir gar nichts. Muss man eine Ausbildung als Rekrut hier abschließen. Na, bewegt er sich im letzten Moment immer. So. Bist du dicken? Okay. Oh nee. Was, hier unten ist das Teil ehrlich. Wo sind deine Haare auf einmal? Macht er das mitten im Kampf oder was? Einfach so im Kampf rasiert oder was? Oh, was? Die sind hier irgendwo. Solange die nicht irgendwie so ein Fatman oder so haben. Ach hier, okay. Dürfte halt eigentlich nicht so schnell den Bach untergehen. Mann.
Pff. Geiler Zaubertrick, ne? Ja, ich dachte, wir allein hoch, ja. Ich merk schon. Werde mal die Verteidigung von meiner Waffe ausnutzen. Überraschender Kontakt. Hey, was geht? Was? Und in diesen Momenten bin ich wieder froh. Mein, du hast auch eine Power Armor, ehrlich. In diesen Momenten bin ich wieder froh, meinen Fat Man dabei zu haben, wo ich den glaube ich gar nicht brauche. Es geht. Alter, sind hier viele. Alter, wie viel die aushalten? Ich mache ja keinen Schaden mit dem Teil. Kennt ihr schon den hier? Ich nenne ihn meinen großen Jungen. What? Was ist das gewesen? Was? Oh. Ich schieße die einfach irgendwo hin, die verschwinden und ich explodiere. Ja, genau. Ich sicher. Oh Mann. Es geht. Eine Umgebung entdeckt. Möglicherweise getarnte Einheit im Einsatz. Boah. Einer schon mal erledigt. Alter, wie wenn ich den abziehe? Oh. Mein Gott, tun die Steampacks viel heilen. Wo seid ihr? Also der Aggressetron ist weg. Oh, hi. Mal her. Din, din, din. Du stehst nicht auf. Mehr Erfahrungspunkte gegeben als diese beiden Typen. Ah, 40 Schuss ist nicht viel. Ernsthaft? Nein, zu früh angegriffen. Oh, boah, was? Ja, frisst meine Sins. Oh, jetzt macht er auf einmal so viel Schaden. Dinge nicht zum explodieren. Kleiner am Boden. Alter. Warum mache ich denn jetzt überhaupt keinen Schaden? Gibt's da nicht. Ich habe eine Power Armor auch noch an. Kriegt so viel Schaden. Was ist denn? Oh, mein Fusionskern. Blöd ist, der rüstet immer direkt so einen verbrauchten Fusionskern, so einen komplett vollen Fusionskern aus. Hat mich ein bisschen stört. Ich habe so viele, die noch gar nicht verbraucht sind.
kann mich nur bewegen. Ich muss ja noch einen erledigen mit Namen. Und der hat bestimmt auch eine Power Armor an. Hallo, Gottnack der Baba. Kritischer Treffer beim Waffenlosen und Nahkampfangriff verursacht darauf plus 5% mehr Schaden. Habe ich den Skill nicht schon so gut wie voll gelevelt? Ach ja, das heißt, ich bekomme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, ich bekomme 40% mehr Schaden bei Nahkampfangriffen. Kritischen Nahkampfangriffen. Geil. Also, kann ich hier die Sachen anziehen? Boah, mein Fatman, die so zerfetzt. Na, 30, okay, geil. Ja, bis auf das linke Bein. Ich würde gerne das Skelett hier von denen nehmen. Ah, da hat auch ein Dings an, gut. Da muss eigentlich Deacon, der könnte mir ein bisschen helfen hier. Oh, du bist ein Legendärer, ehrlich. Was? Boah, wie wenig die nur aushält. Ist auch nicht. So eine fette Rüstung und so eine Mini-Pistole. Also jetzt kommt der immer. Ja, immer wenn ich gerade Gegner erledige. Jetzt du. Hallo. Hey, ich erledige hier Gunner-Geschäfte, also verzieh dich. Ich erledige hier Gunner-Geschäfte, also verzieh dich. What? Noch ein Raketenwerfer, ey, wie viele Raketenwerfer kriege ich denn hier noch? Okay, warum ist der auf einmal freundlich? Okay, da fällt mir was ein. Habe ich auch noch nicht gemacht. Es geht. Und was? Ach, war verdammt. Hat nicht geklappt. Weil ein bisschen Gunner, also. Ich mit McCready. Ach, ihr beiden seid das gewesen. Okay. Habe ich nicht gewuscht. Hier sind aber noch irgendwo welche. Könnt ihr mich nicht sehen? Ich tue mit einer tonnenschweren Rüstung rumlaufen und die merken mich nicht, ehrlich. Junge. Na gut, Videospiellogik. Okay, McCready. Stimmt, vielleicht sollte ich den mal mitnehmen. Weil Deacon ist irgendwie nicht anwesend. In diesem Part, wo ich denn dabei hab.
So, ist noch jemand hier? Nö, okay. Gehen wir mal hier den Rest noch erkunden. Was ist denn da in dem Truck drin? Wo, was ist hier noch? Na, egal. Muss mal irgendwann die ganzen Autobahnen hier abgehen. Hey. Oh, okay. Muss schon sagen. Das war jetzt nicht so ergiebig. So, dann gehen wir mal zu McCree. Muss schon sagen. Selbst ohne sonstigen Teil hat der Rahmen einer Pause und zahlreiche Vorteile zu bieten, wie zum Beispiel eine erhöhte Tragkapazität, höhere Nahkampfschaden und das Wegfallen von Fallschaden. Deswegen sollte ich vielleicht mit so einem Ding allgemein rumlaufen, ne? Aber tut ja auch Fusionskerne verbrauchen, also. Ja, keine Ahnung. Das war blöde. Kann man die irgendwie aufladen, die Fusionskerne? Mich stört halt nämlich, dass die alle so eine verschiedene Lagen haben. Mieten wir mir, wenn die alle voll werden. Oh, jetzt braucht schon wieder jemand Hilfe. Okay. Du sahst immer so aus, als würdest du auf mich losgehen, deswegen dachte ich. So, Problem ist, wo soll ich jetzt mit der hin? Ich habe jetzt schon 8 Power Armors. Ich hier einfach hier so. Passt sogar. Alter, die Klappe! Ah, die Sonnenbrille kann ich ja auch nicht mehr gebrauchen eigentlich, ne? So, Waffe, Raketenwerfer, ne, ja. Gut, MacReady, wo bist denn du? Schon wieder anders aus, ey, gibt's einfach nicht. Entschuldige bitte, dass ich. Was? Entschuldige bitte, dass ich diesen ganzen Gefühlsmist auf dich abgeladen habe. Ich hoffe. Hast du mir eigentlich schon mal gesagt? Keineswegs. Ich war sogar froh, dass ich dir zuhören konnte. Ich weiß wirklich zu schätzen, dass du das sagst. Ich habe das zwar schon mal gesagt, aber ich muss es einfach nochmal sagen. Bis jetzt hatte ich niemanden, auf den ich mich verlassen konnte. Okay, das hatte ich doch schon mal. Du bist an. Ich fühle, dass ich mich dir öffnen kann und ich hatte gehofft. Unsere Freundschaft wird. Ich will irgendwie, dass ich die nehme, hat dazu was zu. Hat was damit zu tun. Okay. Ich brauche, dass du nicht die ganze Zeit immer das Gleiche sagst. Warum musst du mit Greedy? Oh nein, von denen stehen wir erstmal ganz weit weg. Wo ist Strong? Habe ich hier nach Sanctuary hingeschickt? Damit sollten die Ghana jetzt wissen, dass sie mir vom Leib bleiben sollen. Ja, das sollte deutlich genug sein. Sehr gut. Für die Ghana geht es immer ums Geschäft. Sie haben gerade die ganze Gegend verloren. Und das hat sie eine Menge gekostet. Außerdem können sie gar nicht wissen, dass ich etwas damit zu tun hatte. Auf jeden Fall schuldig. Ich glaube, ich nehme ihn mit, weil bei ihm ist es einfach, hier eine Beziehung aufzubauen. Ich habe dich hier rausgezerrt. Du schuldest mir gar nichts. Du hattest eindeutig Hilfe nötig. Klar, aber mir ist es immer lieber, dass alles ausgeglichen ist. Und im Moment hast du was gut. Weißt du was? Ich gebe dir die Kronkorken zurück, die du mir in Good Neighbor gezahlt hast. Ich bleib trotzdem weiter bei dir, da das unsere ursprüngliche Abmachung war. Aber jetzt sind wir quitt. Hier, bitte. Hier sind wir wohl fertig. Geh vor, Boss. Begleite MacReady weiter, hi. Okay. Da bist du ja. Ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Das ist ein bisschen eindeutig. Bist du bereit aufzubrechen? Worauf du wetten kannst. Legst immer noch Leute für Kronkorken um? Was, MacReady? Ich weiß nicht. Tust du noch immer so, als wärst du irgendwer, bloß nicht du selbst?
Beeindruckt? Habt ihr doch gesagt, dass ich ein verdammt guter Schütze bin. Okay. Ich bin tatsächlich beeindruckt. Ja, das dachte ich mir. Hab mir alles selbst beigebracht, musst du wissen. Mit 10 das erste Scharfschützengewehr bekommen. Und dann ging's los. Mir kam es immer sicherer vor, Ziele aus der Distanz zu bekämpfen. Ich meine, warum ein Risiko eingehen, stimmt's? Ja, eine Fernbeziehung aufbauen, halt. Ich alle Register ziehen, um das Ödland der Hauptstadt zu überleben. Ödland der Hauptstadt? Was hattest du denn im Ödland der Hauptstadt? Capital Wasteland. Ich wurde dort geboren. Lebte unterirdisch mit ein paar anderen Kindern zusammen an einem Ort namens Little Lamplight. Ah, oh, okay. Mit 16 ging ich von dort weg. Es gab dort eine Regel. Keine Erwachsenen. Mit 16 Warte mal. War es Zeit zu gehen. Ich weiß, das hört sich verrückt an, aber... War der Bürgermeister da? Ich einfach nicht vertrauen. Wie konnte ein Haufen Kinder ohne Hilfe überleben? Jeder hat seinen Teil beigetragen. Wie bei jeder anderen Kolonie hatte jeder seine Aufgabe. Und wir haben aufeinander aufgepasst. Kannst du dir vorstellen, dass ich eine Zeit lang sogar Bürgermeister dort war? Der ist echt das... Ich? Verrückt, ich weiß. Ich wusste doch den seinen Namen. Ziemlich mutig, das Kind. Das also, ich dachte, er wäre eigentlich nur Zufall gewesen. Zurückblickend glaube ich... Aber das war der Bürgermeister von Little Lamplight, genau. War ich dann 16 und bin eine Weile im Ödland... Der kleine Girl mit dem Helm. Hier und da habe ich Gelegenheitsjobs... ...einen so liebevoll begrüßt hat. Die stählerne Bruderschaft hat mit eiserner Hand regiert. Also ließ ich mich von einer Karawane nach Norden mitnehmen und bin schließlich hier gelandet. Hatte mir einen recht guten Namen gemacht und dann gehört, dass die Gunner Scharfschützen suchten. Der größte Fehler meines Lebens. Sie waren Tiere. Haben alles getötet, was sich bewegte und ihnen in die Quere kam. Ich habe eine Weile mitgemacht, weil die Bezahlung gut war. Aber dann setzte mir das doch zu. Also hörte ich auf. Und das bringt uns zur Gegenwart. Da hast du's also. Mein Leben im Schnelldurchlauf. Was? Nein? Danke, dass du mir das erzählt hast. Nun, das hast du dir verdient. Schau, ich weiß, dass ich ein echtes Arsch... Ich meine, ich weiß, dass ich oft arrogant wirke und es den Anschein hat, dass ich lieber allein wäre. Aber so ist es nicht. Allein zu sein macht mir wirklich Angst. Jetzt, da wir schon eine Weile zusammen reisen, wird mir langsam klar, wie sehr es mir gefehlt hat, jemanden zu haben, auf den ich mich verlassen kann. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich alles tun werde, damit das auch so bleibt. Nun, das war alles. Hoffentlich hat es dir was gebracht. Mir auf jeden Fall schon. Okay. Hey. Was willst du? Hey. Brauchst du? Hoffe, das hilft. Oh, danke. Sonst nichts weiter. In Ordnung. Dann ist er doch der Bürgermeister von Little Lamplight gewesen. Ich wusste doch. Der Name kam mir schon bei der ersten Begegnung bekannt vor, aber ich wusste jetzt nicht so genau. Und dann ist jetzt, nach dem Gespräch ist jetzt offensichtlich. Boah. Gleite MacReady weiter, okay. Kein Problem. Ja, komm, ich habe nichts anderes gerade zu tun. Und der Park ist sowieso zu Ende. Ah, Finch Farm, wo diese einen Typen hier sind, weiß ich nicht. Mit diesen Pyromanten was zu tun hatten. Egal, gratis Erfahrungspunkte, mehr oder weniger. Wenn da wieder legendäre Gegner sind, wieder gratis Waffen. Und so weiter und so fort. Boah, ich bin jetzt voll geflasht. Von MacReady. Aber gut. Schön zu wissen, dass nicht nur Dr. Lee irgendwie ein Throwback zu Fallout 3 sind. Schluss mit lustig! Jetzt geht's los! Hey, was geht? Puff. Gwen. Sogar ein Raketenwerfer. Man schießt nicht mit einem Raketenwerfer direkt vor einem. Das macht man einfach nicht. Oh, ups, halla. Entschuldigung, warte mal. Oh Mann. Ich wollte ihn nicht töten. Der sah aus wie ein Raider. Gott verdammt.
Kann passieren. Menno, aber war schon fast fertig da. Ah gut, ich weiß gar nicht, was ich in der nächsten Folge machen soll. Was kann man denn noch so machen? Könnt ihr diese, für diesen einen Typen ja so Sachen machen. Jetzt will ich erstmal McCready begleiten, damit ich den hier aus dem Weg hab erstmal. Seiner Mission. Ah, komm, noch mal 2 Minuten hier. Wo ist hier? Gut, gehen wir da hin. Und jetzt bringen wir nicht unsere eigenen Leute um. Okay. Na, das muss nicht sein, nee. Wir haben ja noch nichts Böses getan, noch nicht. Also los. Ah, okay. Also, je nachdem, was für ein paar Charakter ich den gebe, das andere Waffen haben die, oder was? Au, was? Alter, kannst du mal aufhören mit den Raketen davon, um dich zu schießen? So ein ganz normaler Raider, ne? Denkst du etwa, ich habe Angst? Oh, Daniel, hi, was geht? Nein, geh weg von dir. Boah, ihr seid da so was. Von blöde, ne? Au, wer schießt mir schon wieder mit einem Kit? So. Alter, wo ist er? Wäre ein bisschen sicherer, wenn du weggehen würdest, ne? Und nicht die ganze Zeit bei mir. Okay, Legionär. Alter, was ist hier los? Boah, jetzt kommt ja auch noch so ein Viech. Ich hatte keine Wahl. Schon wieder ein Rack. 25% mehr Schaden, ne? Ich bekomme immer stärkere Sachen. Ich mache einfach alles, damit mir meine Familie wieder vertraut. Ja, wie sieht denn die Verteidigung hier aus? Ich kann ja nichts bauen, was soll das? Schutz 0, ja geil. Irgendwie kein Wunder, die hier nur angegriffen werden. Ja. Zack. Und zack. Und zack, so. Wieder wollte es reichen und noch ein Bett. Ihr könnt hier reinpennen. So. Was haben auch der auch noch? Noch welche Ansprüche? Hey. Da hast du. Es gibt da was, das ich dich fragen wollte. Ja, das hatte ich schon irgendwie erwartet. Also, ja, Essen, 16. Wollen wir noch ein Geschütz jetzt? Ich sollte den Part beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play. Fallout 4. So, jetzt müsste er halt umreichen. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ich glaube, der hat die schon.